Wenn du auch zu den Menschen gehörst, die zwar dankbar sind für das, was sie haben, aber noch lange nicht zufrieden sind mit dem, was sie bisher erreicht haben, dann heiße ich dich herzlich willkommen zum Thema Was beeinflusst Erfolg? Heute geht es konkret um drei Geschichten, die dir zeigen sollen, wie du persönlich noch erfolgreicher werden kannst und worin sich auch die anderen Menschen in deinem Umfeld unterscheiden im Hinblick auf ihren persönlichen Lebenserfolg. Mein Name ist Daniel Schäfer und wie die meisten bin auch ich als Angestellter irgendwann mal in die Wirtschaft eingetreten und habe mir die Frage gestellt, wie kann ich noch erfolgreicher werden oder so erfolgreich wie andere? Und das, worauf ich gestoßen bin, werde ich dir heute anhand von drei Beispielen vor Augen führen. Schauen wir uns nun die drei jeweiligen Geschichten an, einfach um zu verstehen, wie unterschiedlich der Erfolg sein kann und was die Ursachen dafür sind. Person A hat beispielsweise eine kleine Unterkunft gebaut im Laufe seines Lebens. So eine kleine Dackelgarage, würden wir in der Armee sagen, mit einer Plane. Und da kann er sich reinlegen und sich vor Unwetter schützen. Die Person B war schon ein wenig weiter, hat tatsächlich ein richtiges Einfamilienhaus geplant und auch entworfen und gebaut. Und dort wohnt Person B mit der gesamten Familie. Und die Person C hat eine komplette kleine Stadt aufgebaut mit einer Mauer, Stadtmauer, mehreren Häusern und sogar einem Wolkenkratzer. Und alle haben das in der gleichen Lebenszeit geschafft. Die Frage ist nur, was macht hier den geheimen Unterschied? Kommen wir nun mal auf das zurück, was alle drei Personen gemeinsam hatten. Alle haben 24 Stunden am Tag und das einer gewissen Häufigkeit pro Jahr in Anzahl von Tagen und Wochen. Also in der Regel 24 mal 7 mal 52 mal Anzahl der Lebensjahre, in dem Fall 40 Jahre. Aber was wir Menschen noch gemeinsam haben, ist der kleinste Baustein, mit dem wir unsere Erfolge bauen. Und dieser kleinste Baustein, den alle drei Personen gleichsam haben, ist der Gedanke. Und dieser Gedanke wurde inzwischen von Neurologen, von Wissenschaftlern auch schon überprüft. Man hat festgestellt, dass wir ca. 60.000 Gedanken am Tag haben. Und worin unterscheiden sich nun die drei Personen? Die Person A entscheidet sich von diesen 60.000 Gedanken, viel davon zu investieren in Netflix, in Computerspiele, in Internetsurfen und dafür steht jetzt der Begriff Net. Person B entscheidet sich, viel Zeit zu investieren in Fußball schauen, in Bundesliga schauen, in Champions League zu schauen, in Europameisterschaften zu schauen und Weltmeisterschaften. Und natürlich nicht nur auf unserem Kontinent die Meisterschaften, sondern auch noch in Südamerika und in anderen Kontinenten. Und die Person C, die entscheidet sich, Ziele zu setzen, Vorstellungen zu machen, wie denn einmal in der Zukunft das persönliche Lebenswerk ausschauen sollte und entscheidet sich von diesen 60.000 Gedanken, möglichst viel tatsächlich auch in diese Zielsetzung zu investieren. Wie schaut nun der Tag bei Person A am Ende des Tages aus? Was hat er mit seinen Gedanken gemacht? Welche Mauer hat er mit den Einzelbausteinen der Gedankensumme und Menge gebaut? Tatsächlich sieht seine Mauer ziemlich rot aus, weil er morgens gleich beginnt, sich im Internet aufzuhalten, gleich beginnt, Netflix oder Netspiele, Internetspiele zu spielen. Und das macht er natürlich auch tagsüber selbst auf der Arbeit, wo er vielleicht schwarze, sinnvolle Tätigkeiten macht, aber auf Toilette verschwindet oder wenn der Chef oder Kollege gerade nicht schaut, weitergezockt wird. Und dann geht er abends nach Hause und dann geht sie an, die Beamer-Leinwand und der Beamer und da wird Netflix geschaut oder Fernsehen oder weitergespielt. Das heißt, der gesamte Tag von den 60.000 Gedanken ist rot eingefärbt, weil die gedankliche Zeit, die Ressource, die Energie verwendet worden ist in Netflix und Co. Auch bei der Person B sieht das nicht großartig anders aus. Der einzige Unterschied ist, dass der Block hier schwarz abgebildet für sinnvolle Tätigkeiten, die erfolgs- oder zielorientiert investiert worden sind. Aber der größte Teil, hier blau markiert, geht dann in diesem Fall beispielsweise auch in Fußball, in die entsprechenden Bundesliga-Ergebnisse, Champions League, Europameisterschaften. Und was auf der Strecke bleibt, können dann entweder größere Ziele sein und dazu gehört natürlich auch die eigene Gesundheit. Man schaut also auf der Couch sitzend anderen zu, wie sie fit und durchtrainiert, Höchstleistung bringen und verfettet parallel selbstständig und kommt nicht weiter und wird eher krank. Bedeutet also auch hier ist es nicht nur, dass die Gedanken fehlinvestiert werden, sondern tatsächlich auch das zugehörige Verhalten unterlassen wird. Und bei der Person C ist es nun so, dass diese geschafft hat, möglichst viel von den Gedanken, von den 60.000 Gedanken zu investieren in die persönliche Zielsetzung.
Heißt es jetzt, dass die Person keine Freude mehr am Leben hat, an Spaß, an Sport oder beispielsweise Strategiespielen? Natürlich ist das noch möglich, aber die Menge der Gedanken, die dafür verloren gehen, die investiert oder umgewandelt eingesetzt werden, wird minimiert auf ein zulässiges Minimum. Natürlich sind die anderen Menschen auch arbeitenden unterwegs, dafür steht der Schwarze. Aber meistens tun sie es nur, um die Kosten zu denken und nicht, um Ziele zu erreichen. Deshalb ist es natürlich zwingend erforderlich, das, was die Person C macht, sich Ziele zu setzen, also grüne Tätigkeiten genau zu definieren und zweitens sicherzustellen, dass die Menge, die Mehrheit der 60.000 Gedanken von jedem Tag, gestern, heute, morgen, übermorgen, den Rest des Jahres, den Rest deines Lebens investiert werden in deine Zielsetzung. Und deshalb sehen wir von außen bei den Menschen auch keine wirklichen Unterschiede. Es gibt nicht den geheimen Knopf am Ohr, den jemand drücken kann, den du vielleicht nicht hast, aber andere haben, damit sie erfolgreicher werden. Der geheime Knopf ist vielmehr in deinem Kopf. Das heißt, intern kannst du selbst Verantwortung dafür übernehmen, wo deine gedanklichen Ressourcen hinfließen. Deshalb lade ich dich heute ein, zwei Dinge zu tun. Das erste ist, dir überhaupt Ziele zu setzen, die es wert sind, und auch für dich motivierend sind, deine gedanklichen Strukturen und Prozesse zu steuern. Sprich, dass du motiviert bist zu tun. Denn wenn Fußball oder deine Computerspiele interessanter sind als dein Leben oder deine Lebensziele, dann stimmt etwas nicht an deinem Lebensziel. Und das Zweite, wozu ich dich einlade, ist auch dein System zu überprüfen oder überhaupt zu installieren. Wie kannst du es schaffen, dass die Mehrheit deiner 60.000 Gedanken wie Wasser tatsächlich nicht mehr in die Welt von Netflix, Computerspiele oder Fußball hineinfließen, sondern in deine Lebensziele? Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, kannst du gerne Gebrauch machen von einem kostenlosen Erstgespräch. Denn wir helfen dir gerne dabei, als Coach, als Berater dabei, deine Ziele klar zu definieren und auch ein System zu finden und zu installieren, das dir ermöglicht, deine Zeit, die dir noch verblieben ist auf dieser Erde, sinnvoll zu investieren, sodass du ein erfülltes Leben bekommst und erfolgreich wirst anhand deiner Kriterien, anhand deiner Zielsetzung. Deshalb lade ich dich ein, jetzt das Video zu liken und gerne auch den Kanal zu abonnieren. Vergiss nicht, die Glocke auch zu aktivieren, damit du informiert wirst. Und mach jetzt Gebrauch von dem kostenlosen Erstgespräch. Den Link findest du direkt unter dem Video oder ruf einfach an. Dein Daniel Schäfer.